Hallo. Schön, dass du mit an Bord bist. Wir sind wieder bei Elite und wir sind letztes Mal ja hierher geflogen und haben noch unser Zeug hier abgegeben bei dem Community Goal. Und dann habe ich nichts mehr gemacht. Ich bin dann, glaube ich, noch von dem Megaschiff runter, damit es uns nicht mitnimmt aus Versehen. Weil das ist weggeflogen. Und jetzt sind wir hier. In einem wahrscheinlich sehr leeren System. Ja, warte mal. Ich tu mal. Stationen werden gefiltert, okay. Ich mach mal die Filter weg. Wahrscheinlich sind mega viele Carrier noch da. Ja. Also in einem nicht ganz leeren System, sondern nur ohne offizielle Station, nur lauter Spielerschiffchen. Sind hier unterwegs. Da ist irgendwas. Achso, ne, genau. Da kommen wir gleich zu. Ja. Aber das Community Goal ist weggeflogen. Und wir haben da oben eine Nachricht. Nachricht von Salvation? Wieso haben wir eine Nachricht von Salvation? Kommandant, Commodore Morakaloran hier. Die Musashi hat nun das System HIP verlassen. Unsere Mission, Guardian-Artefakte von diversen Standorten in diesem Sektor zu erlangen, ist abgeschlossen. Ich hoffe, Sie empfinden Ihre Entlohnung als angemessen. Welche Entlohnung? Ihre Diskretion hinsichtlich dieser Operation wird äußerst hoch geschätzt. Ups. Ja, hat niemand gesehen. Alles gut. Hat niemand. Ist noch niemand da. Wir sind noch für uns. Guckt noch niemand rein. Schön. Leider gibt es immer noch zahlreiche fehlgeleitete Gegner von Salvations Arbeit, weswegen wir bisweilen im Geheimen tätig sein müssen. Ja, ich weiß nicht, ob die so fehlgeleitet sind, die Gegner. Ich traue euch ehrlich gesagt auch nicht, aber ja, wir haben aus Versehen was für euch gemacht. Salvation hat mich persönlich gebeten, allen Piloten, die ihm bei diesem Unterfangen geholfen haben, seine Dankbarkeit auszudrücken. Er versichert mir, dass die Entwicklung weiterer Anti-Xeno-Superwaffen dank dieser zusätzlichen Ressourcen beschleunigt wird. Vielen Dank nochmal, Kommandant. Haloran out. Er redet von einer Belohnung. Habe ich gemeint? Ja, irgendwo. Ich hoffe, Sie empfinden Ihre Entlohnung als angemessen. Was haben wir denn bekommen? Was heißt denn hier Entlohnung? Was habe ich denn bekommen? Ich habe gar nicht geguckt, was man kriegt. Das würde ich jetzt aber gerne wissen. Warte mal. Das wüsste ich jetzt schon gerne, was wir da bekommen haben. Da muss ich mal eben gucken. Hier. Neuigkeiten. Neueste Geschichten. Nee, das hier sind die aktuellen. Goldene Nachrichten. Ich will eigentlich nur Community-Ziele hier, genau. Heart of Taurus. Genau, das war das Mining-Ziel. Und dann gab es noch das versteckte, genau, Appeal for Guardian Artifacts. Das haben wir gemacht, da haben wir mitgemacht. Und was gab's für eine Belohnung? Okay, da waren wir nicht drin in den Top 75. Ah, Unikey, also das haben wir nicht gekriegt und wir haben quasi nur das Geld bekommen, oder? Und wahrscheinlich auch nicht besonders viel. Datei. Okay, ja, die sind abgeflogen vor 2 Tagen.
Ah, okay. Man hat bloß quasi das Geld bekommen, das man bekommen hat für den Verkauf von diesen Artefakten. Das war eben die finanzielle Belohnung. Und wenn man unter den Top 75 war, hat man sogar noch ein Antixeno-Decay gekriegt. Was ist ein Decay nochmal? Was ist das? Eine Waffe? Ein Abziehbild. Ah, so, eine Folie. Ja, juhu. Okay. Ist wurscht, weißt du. Okay, aber wir sind zumindest auf der Liste. Wer weiß, vielleicht bekommen wir das nächste Mal ja auch direkt eine Einladung zum versteckten Community Goal oder so. Wer weiß, mal schauen. Salvation kennt uns jetzt. Vielleicht können wir ihn infiltrieren oder sowas. Wäre ja ganz interessant. Wir schauen mal in die Nachrichten rein. Mal die Nisten schlagen das Angebot des Imperators aus. Aha. Wollen sie aber nicht? Okay, sie wollen nicht sich dem Imperium anschließen. Ja, und was haben wir hier? Taurus Mining Ventures hatte im System wissenschaftlich fortgeschritten und behauptet, die Eigenschaften einiger natürlicher Stoffe durch eine unbekannte Art von Strahlung verändert worden waren. Das ist aber das Alte, ne? Das ist ja das. Ja, okay, ist nur eine Nachricht jetzt. Das war das Community Goal und das ist quasi das Ergebnis des Community Goals. Und der Rest ist alles alt. Oh, das bleibt in der. Reorte bleibt in der Allianz? Hey, das hätte ich ja halt nicht erwartet. Augmentierte Kühlkörpermodule. Hätte es da gegeben? So, naja. Und das war das Ziel. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir sind ja bestimmt total allein in dem System. Ah, mal schauen, mal schauen. So, wir wollen ja jetzt hier. Hier gibt es ja diesen einen Planeten, wo Gordian-Dinger sind. Da müssen wir nochmal hin. Und den müssen wir uns nochmal angucken. Hier. Weil wir brauchen ja immer noch für unseren Frameshift-Booster. Das hier. So. Hier drei Gordian. Vier menschliche Standorte. Die vier menschlichen sind die Carrier hier. So, da wollen wir hin. Ist, ein kleines Stückchen weg. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bereit zum Sprung. Ah, ich mach das, wenn die Sterne so in einem System so hell sind. Und man kann die so von der Ferne schon sehen. So wie hier. So eine richtige Konstellation, das finde ich mal cool. So. Schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt, was war denn das, was wir noch braucht haben? Wir brauchen noch. Irgendwas noch. Eine Sache war das noch, was wir brauchen. Und zwar nicht die Gordian. Das hier haben wir, genau. Modulbaufragment haben wir ja. Zweimal sogar. Wir könnten sogar zwei Dings machen. Und was Material war das? Chemische, gehärtete Gordian Waffenteile.
Bei den Technologiekomponenten. Genau, die Technologiekomponenten. Komponenten, da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir, glaube ich, 21 oder so. Und wir haben 54, 45. 45 Energiezellen. So rum. Die brauchen wir nämlich auch, aber da haben wir jetzt genug. Und davon haben wir nur 15, da brauchen wir noch mehr. Keine anderen Spieler hier unterwegs. Das beruhigt mich ein bisschen im Moment noch. Wer weiß, was ist, wenn wir jetzt da gleich ankommen. Das ist ein kleiner Planetenhaufen vor uns. Wie sieht es denn mit unserer Ausrüstung so aus? Alles auf 100% sehr schön. Bloß Drohnen haben wir nicht so viele dabei. Brauchen wir aber hoffentlich auch nicht. Dann werden wir wahrscheinlich mit dem Booster nochmal 10 Lichtjahre mehr springen können. Das wäre natürlich super. Könnte man eigentlich ganz zufrieden sein damit. Können wir eigentlich schon mal irgendwas hier? FSA-Einspeisung können wir schon Level 2 machen. Das könnte mal praktisch sein. AFW-Auffrischung können wir sogar Level 3 machen. Oh, wir haben schon Material inzwischen. Was braucht man denn dafür? Level 2? Ah, Germanium ist das immer. Germanium ist immer... Das ist schon sehr... sehr wertvoll. Bonusentfernung plus 100%. Das wäre halt krass. Arsen und Yttrium. Oh, Yttrium hatte ich noch nie. Was ist denn das? Wo kriegt man denn das her? Yttrium. Ich scanne hier nochmal kurz. So, das wollte ich nämlich nochmal gucken. Also, okay, Moment. So nicht. Wo ist denn unser Scanner? Scanner. Nein, falscher Scanner. So, wir müssen erstmal so machen und dann können wir so machen. So, gibt es hier konzentrierte Signalquellen? Das werden alles die Carrier sein, oder? Ups, den wollte ich nicht. Ich scanne ihn mal kurz ab hier. Weil konzentrierte Signalquellen wären in dem System vielleicht auch interessant, wenn es da noch was anderes gibt. Aber es kann natürlich gut sein, dass es einfach die Carrier sind, die sich da konzentrieren. Die müssen eine Klassenarbeit schreiben, die müssen sich konzentrieren. Ups, da. Ja. Das war der hier mit diesem Carrier hier. Sonst gibt es hier keine konzentrierten Signalquellen mehr. Die haben jetzt alle entdeckt. Okay. Dann fliegen wir weiter. Dass man die Carrier quasi nicht sieht, wenn man den Planeten noch nicht gescannt hat, an dem die stehen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil du die hier sofort siehst. Und hier haben wir schon die Gordian-Struktur. Müssen wir gar nicht scannen, ne? Mach ich ja trotzdem.
Man sieht den Planet gar nicht. Hä? Ist er unsichtbar? Und was ist das für ein Ding hier? Soweit ist er. Ist er noch so weit weg und so klein, dass man ihn gar nicht sieht? Weil das da hinten ist eindeutig der braune Zwerg. Diese kleine rote Kugel da. Voll süß. Und den Planeten hier. Also ich hoffe mal, der... Oh, der sagt gerade nicht. Ich habe das Gefühl, der müsste da sein, ist aber nicht da. Aber ich bin noch außer Reichweite mit unserem Scanner. Ich fliege mal näher ans Signal ran, aber vorsichtig. Nase. Boah, der ist echt winzig. Fast unsichtbar. Ja, so ein kleiner Mond. So, jetzt können wir es scannen. Aber trotzdem vier Sonden brauchen wir. Ah, mal schauen. Okay, wir sind noch zu weit weg. Noch mal ein bisschen näher ran. So. Schauen wir uns die Rückseite noch an und bin gespannt, was es da gibt. Oberfläche zu 50% gescannt. Ah, nicht ganz. Dann scanne ich ihn einmal noch hier, dann müsste es aber... Das müsste jetzt reichen. Und was gibt's hier so? Keine geologischen oder biologischen Signale. Nur die spannenden Sachen. Notruf. Der Status des Hilfsbedürftigen ist unbekannt. Wir haben uns diese antiken Ruinen noch nie angeschaut. Guardian-Struktur, da waren wir ja schon mal. Antike Ruinen würde ich mir mal anschauen. Wobei die Guardian-Struktur auch interessant wäre. Aber ich mache... Ne, wir machen erstmal die... Ja, warte. Da würden wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Bauplan kriegen. Wir machen erstmal die Guardian-Struktur und danach machen wir die antiken Ruinen. Hui! Jetzt bin ich gespannt, wie es läuft, wenn ich das alleine mache. Wahrscheinlich katastrophal. Aber wir wollten ja noch ganz viele Sachen ausprobieren, auch noch. Immerhin sind wir auf der Tagseite. Ist ja schon mal ganz gut. Hallo Scotty, willkommen. Ich
Schön, dass du dabei bist. Geht's? Das Gleiten ist immer. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, an dieses Knarre immer. Ich finde das so cool. Zack, Motor aus und dann ohne Flügel irgendwo hingleiten. Und das ganze Schiff knarrt. Muss man aufpassen, dass sich die Muttern nicht lösen. Vor allem, weil da oben schon die Kabel raushängen. Ah, sieht aber noch gut aus. Die Plastikverkleidung hält noch. So. Das ist schön, dass es dir super geht. Mir eigentlich auch. Ich bin sogar gar nicht so müde wie sonst. Hatte eine relativ gute Nacht. Materialien brauchen wir eigentlich nicht einsammeln. Ne? Wir brauchen höchstens das für. Achso, warte, gibt. Doch, genau. Höchstens das für den Bauplan dann. Oh, es sieht anders aus. Sieht anders aus als die letzte Ruine. Ui, guck mal. Die sehen unterschiedlich aus? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sehen alle gleich aus. Scannen wir das mal. Geht nicht. Kann ich so nicht scannen. Forschung geht auch nicht. Datenlink können wir auch nicht scannen. Gibt es hier irgendwas? Kontakte? Nee. Hier, wir könnten Impulswelle machen. Schlägt aber auch nicht an. So, hier irgendwo landen. Nicht zu nah und nicht zu weit. Ich könnte hier längs. Hier kann man relativ gut landen, glaube ich. Das kann ich auch für den Landecomputer brauchen überhaupt. Warte, oder wir. Na, ja, wir landen mal da drüben. Hier auf der Seite. So. So. Fahrwerk ausfahren. Uns hin. Viel zu weit weg, oder? Wobei ist eigentlich egal, weil wir sind ja in Odyssey unterwegs. Da fliegen ja keine Raketen. Ah, ist gar nicht so weit. Ich hoffe, wir sind nicht zu nah, aber es ist gar nicht so weit. Schau mal. Oh. Na. Ich wollte eigentlich. Warte mal, freie Kamera. Mal so. Gucken wir mal. Umdrehen. Umdrehen. Ah, schau mal, wir sind boah, wir sind richtig nah dran. Hat der Autopilot richtig gut gemacht. Gut, wenn da hinten Raketen fliegen, da haben wir dann ein Problem. Aber fliegen ja wahrscheinlich keine. Sieht das toll aus. Das ist viel kleiner als unser Schiff. Die Ruine ist. Die ist kleiner als die letzte, ne? Mal ein Foto. So. Speichern das kurz. So. Okay. Dann schauen wir uns mal vorsichtig um hier, würde ich sagen.
Warte mal, ich habe eine Idee. Oder was heißt Idee? Ich mache mal hier volle Power auf System, damit die Schilde besser halten. Ich hoffe, das ist nicht nötig, aber besser man macht es. Und dann steigen wir mal aus. Von der Anaconda fällt man aber tief. So. Da ist es. Oh, da haben wir schon was. Eine Guardian-Wache. Ist schon aktiv hier. Ich gehe mal zum Schiff ein bisschen weg. Damit unser. Ah, werden wir schon angegriffen. Wollte gerade sagen, damit unser. Unser Geschütz funktioniert. Hallo? Was ist denn das für eine Gastfreundschaft hier? Spinnst du? Sei nicht so aufdringlich. Steigst du aus und wirst direkt angegriffen. Was sollte das? Sag mal. Lass mich doch erstmal hier überhaupt ankommen. Das nehmen wir mit. Angreifer ausgefahren. Energieleiter brauchen wir eigentlich auch nicht, aber nehmen wir auch mit. So. Eigentlich müssen wir hier nur Materialien sammeln. Wir müssen das Ding gar nicht aktivieren, aber wenn wir schon mal da sind, können wir das gleich machen. Wobei das hier wahrscheinlich wieder ein bisschen anders ist, weil andere Ruine. Ach, sieht ja abgefahren aus. Schon wieder neu. Ah ne, okay. Das war die Säule. Da hinten ist auch noch irgendwas. Die Guardian-Tafel. Ach, das ist ein zum Scannen. Nicht zum Scannen, zum Bergen. Das können wir bestimmt scannen, ne? Das war doch irgendwie zum. Ja. Guardian-Relikt entdeckt. Achso. Was haben wir hier? Links von uns ist irgendwas. Materialfragteilen-Komponenten. Ach, die sind noch von dem, was wir zerschossen haben gerade. Ran. Komm ich nicht ran. Ach, da liegt's. Okay, komm ich doch ran. Was haben wir hier drüben? Hier nochmal eine Guardian-Tafel, die braucht man nicht unbedingt. Holen wir hier Sachen runter. Nein. Ups. Ach, das ist das Relikt hier. So. Ist das erlaubt? Ja. Diese Blöcke, kann man die nicht scannen? Da hinten ist einer. Den kann man scannen. Den müsste ich scannen können eigentlich, ja.
Zusammensetzungsscanner bringt übrigens auch was. Das ist ganz interessant. Datenlinkscanner, jetzt, warte. Hä? So. Na? Wähl ihn aus. Datenlinkscanner, hallo. War er nicht? Jetzt. Delta-Muster Obelisken-Daten. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh, das kann man auch scannen hier. Keine neuen Merkmale gefunden. Ach was. Kann mit dem Zusammensetzungsscanner hier alles scannen? Also viele Dinge. Offenbar. Okay, doch nicht. Aber der hier. Oh. Das wird überall gleich sein, bei jedem. Hallo. Jetzt. Was wollte er? Huch. Noch einer? Nee. Ach, das Ding ist auf uns aufgefallen. Okay, das hier haben wir schon das Rennen. Das müssen wir uns merken. Sonst fahre ich da noch dreimal hin. Oder? Was ist hier noch? Den haben wir doch. Okay, der taucht immer wieder auf. So, hier sind keine Teile mehr. Dann fahren wir hier mal rauf. Die Base ist irgendwie SRV-freundlicher. Oh, wieder eine xenologische Entdeckung gemacht. Also. Ja, da war jetzt nichts. Das ist der Reliquienzoom, den mache ich mal nicht kaputt. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Ich lasse mal in Ruhe. Aber das hier nicht. Ah, nur eine Energiezelle. Brauchen doch die Technologiekomponenten. Ups. Technologiekomponenten. Da ist irgendein Klotz. Eine Schatulle. Was ich mich ja gerade frage. Warte mal. Warte mal. Warte mal, Scan-Modus? Kann ich nicht. Mein Status ist hier sauber. Okay, kann ich nicht scannen. Da hinten ist der Start-Obelisk, oder? Den wir aktivieren müssen. Warte mal, das hier wollte ich eigentlich. Ah, okay, kam nichts raus. Ui. Was das hier wohl mal war? Ist das der Start-Obelisk? Oder ist der hier vorne? Weil so einen richtigen Altar sehe ich jetzt hier nicht.
Wobei das hier in der Mitte, das könnte das Loch sein, wo wir Sachen reintun müssen, oder? Das Reliquientor. Nee, also. Nee, das ist zu dezentral da hinten, das müsste hier sein. Also wenn es hier was gibt, dann müsste es da vorne sein. Wobei die ganze Struktur und Dings hier jetzt nicht so aussieht wie etwas, wo es überhaupt was gibt, ehrlich gesagt. Ist alles so ein bisschen wenig. Schauen wir uns das mal an. Kommt bestimmt wieder gleich einer angefahren. Okay, siehst du, hier ist nämlich nichts. Außer eine Guardian-Wache, die da hinten bei unserem Schiff gespawnt ist. Toll. Und da einfach steht und uns anguckt. Ganz creepy. Und für dramatische Musik sorgt. Ist da noch eine? Da kann ich nichts senden, da kann ich scannen. Aber wird nichts Neues finden, oder? Nee. Oh, über den kann man auch scannen. Man kann jeden Klotz scannen. Oh! Ah ja, okay, er hat sich entschieden, da hinten vorzukommen. So ein kleiner Stalker hier. Hat nichts fallen lassen, doch. Doch, da liegt doch was. Also. Nicht ganz das, was wir brauchen. Aber ich nehme alles, was ich kriegen kann hier. Ach, tiefer uralte Obelisk. Oh, warte, doch. Da, hä? Nee, das ist. Das Ding zum Scannen. Wo ist denn hier? Ah, ich sehe schon, was man hier machen kann. Bestimmt mit dem Scorpion nicht so toll, aber. Oh, ja, vor allem mit dem Fahrer, der drin sitzt, nicht so toll. So. Hui. Oder ist was? Was haben wir hier? Da war doch gerade was. Zerstörbare Klappe. Okay. Ah, nice. Gibt es hier an jedem dieser Teile? Oh, der nicht. Ja, nicht. Da liegt eine Tafel rum. Aber wenn es hier ein Relikt gibt, dann muss es doch auch was geben zum Aktivieren. Kann doch nicht sein, dass es hier kein Minigame gibt. Aber nicht hier scannen.
Da fällt noch ein Relikt aus. Sag bloß, das ganze Ding hier ist nur dafür da, dass man während dem Community-Ziel nicht so weit fliegen muss. Ein Gordin-Urne. Die nehme ich mal mit. Vielleicht schmeiße ich sie nachher nochmal weg, aber. Nehme sie mal mit. Ah. So. Energieleiter. Und da ist noch irgendwas? Oh. Noch eine zerstörbare Klappe oder? Oben? Hä? Warum ist hier alles so schief? So. Da. Noch eine Energiezelle. Okay, ist jetzt nicht wirklich groß die Ausbeute hier, muss ich sagen. Oh, das wollte ich nicht. Hoppla. Das ist Relikt. Oh, hallo, Iron. Willkommen. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche das ja nicht. Das hier brauche ich. Also eigentlich auch nicht. Aber das kann man mitnehmen. Kannst du mir maybe ein paar Guardian-Items mitbringen? Bräuchte ein paar Orbs und Relikt. Orbs? Orbs, Orbs, Orbs. Relikte habe ich hier zwei Orbs. Habe ich hier keins? Also wenn ich sie nicht benutzen kann, kann ich dir eins mitbringen. Wird natürlich dann wieder toll, weil dann wieder Piraten auftauchen. Aber müsste ja nicht gehen. Wo bist du denn? Also oder holst du es dir einfach von mir? So. Das wäre wohl das Beste. Ups. Hä? Wo ist es hin? Ach da. Die Orbs sind nutzlos. Orbs habe ich noch gar keine gesehen. Glaube ich. Ich kann dir auch Tafeln mitbringen. Wenn du die haben willst. Da gibt es ja einige. Technologiekomponenten, jawoll. Zack. Immerhin eins. Dann kommen die da auch raus aus diesen Teilen. Ist ja jetzt nur. Hier kann man nichts aktivieren. Ne? Das ist wieder der Obdisk. Nee. Jo, gerne alle Guardian-Items. Wenn du willst, kannst du es nach Koyans zu meinem Carrier. Okay. Mal schauen, wie weit der weg ist. Aber ich muss ja. Ich suche jetzt hier eh erstmal die ganzen Ruinen ab, die es hier gibt. Daher. Können wir nebenher machen. Oh, 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 oh. So. Na? Ich wollte den eigentlich. Aber das habe ich schon gemacht, oder? Ja, ich mache immer das gleiche, ich weiß schon. Aber manchmal kommt auch was anderes raus. So, das haben wir alles schon. Okay, an den Toren gibt es auch manchmal noch Klappen. Schauen wir mal. Ob da irgendwas ist. Da. Zimmer. Nicht scannen. Da müssen wir mit etwas mehr
Aggressivität ran. So. Flips. Das Tor da hinten kann man noch kontrollieren und dann ist hier eigentlich schon wieder nichts mehr. Der fährt nicht raus, da haben wir das Ding gemacht. Das ist nur der Datenobelisk. Und hier ist bestimmt noch eine Klappe irgendwo. Oder auch nicht. Nein. Ja. Hier sind noch Klappen. Aber ich muss da erstmal so einen Blick dafür entwickeln, wo da was zu finden ist. Hab einen nice Spot in einer Siedlung gefunden, in dem man so einen so richtig. In dem man so eine Richtung Salvation analysiert. Guardian Zeugs. In einer dunklen Ecke. Was? Screenshot machen kann. Okay. Ach so, als Observation da ist und quasi da irgendwie was erforscht. So sieht das dann aus, okay. Guck ich gleich, was du da geschickt hast. Ups, so. So, die da hinten haben wir abgesucht, das haben wir. Ach! Hier ist noch so ein Türmchen, das ist bestimmt noch nicht gut. Ja. Jetzt muss ein Teil nicht immer. Limps. Na? Ja, siehst du, hat sich gelohnt. Da ist nochmal Technologiekomponente rausgepumpt. Zack. Da, der ist auch noch nicht. Oder? Doch. Doch, stimmt, an dem waren wir schon. Dem da hinten waren wir auch schon. Dann das jetzt. Was ist das da? Achso. Das Türchen hier ist, nichts. Ich bring mal das Zeug weg in den Lagerraum und dann hole ich noch die Relikte und dann können wir uns auf den Weg machen zur nächsten Ruine. Hoppla. Schauen wir mal kurz in die Kontakte. Guardian Tafel, Guardian Totem. Aha. Und der aktive. Obwohl das, aber das ist aber. Hä? Achso, das ist. Ach, das sind die Datendinge. Ja, okay. Mal den anderen SRV schnell. So. Das haben wir das geschickt. Warte, schauen wir schon. Erstmal Discord aufmachen. Ach, das. Ach so, auf einer Station ist das. Ah. Ja, das sieht sehr geheimnisvoll aus. Stimmt.
Dann andere SRV. Ich sehe gerade, der Materialienscanner schlägt in der Richtung irgendwie aus. Was ist das eigentlich hier? Ups. Da haben wir irgendwelche Ausschläge, schau mal. Und auf unser Materialienradar. Da, ganz komisch. In der Richtung. Hier. Ist hier irgendwas? Okay, doch nicht. Oder? Doch. Da lang. Da lang. Das Steinchen dahin vielleicht? Ne, doch nicht. Ist hier irgendwas? Boah, ist das lange her, dass ich mit dem SRV irgendwo Planeten Gegenstände gesucht habe, also so Material und so gesucht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig funktioniert. Wir fahren mal zurück. Hab mich schon wieder ablenken lassen. Oh, ein Licht. Hui. Das blinkt. Da muss ich hin. So. Ja. Da schau dir mal die Ausschläge hier an. Das ist eine ganz andere Nummer. Okay, das bedeutet, das sind Strukturen, oder? Wenn das so die obere Hälfte ist, auf diesem Scan, müsste ja dann bedeuten, das sind Strukturen. Wenn das hier so ausschlägt. So, das Tote nehmen wir mit. Switch. So, dann war da hinten noch eine Tafel. Ja. Switch. Dann nehmen wir das Relikt noch mit. Ich muss diesen. Doch nicht. Oh, zwei Relikte sind es, oder? So, mehr gab's hier glaube ich eh nicht. Das war's jetzt. Dann können wir uns auf den Weg machen. Oder? Kontakte? Ach doch, eine Tafel haben wir noch. Wo ist die? Warte. Da in der Mitte. Ah, in diesem Steinhaufen. Okay. Können wir die gleich auch noch holen. Kurz Fracht rüberschmeißen.
Nein, nein, nein. Dahin will ich. Transfer. Alles ins Schiff. Ja. Schön. So, das war's jetzt aber. Ja. Zwei anderen Signale sind nur die Obelisken. Ups. Ui. 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 Dann auf zu den anderen Ruinen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Weil die habe ich noch gar nicht gesehen. Diese anderen. Wobei, das hier hatten wir jetzt auch noch nie gesehen. Aber das hier war ja eine Struktur. Und das andere sind Ruinen. Bin ich ja gespannt, wo da jetzt der Unterschied ist. Struktur. Hallo, antike Ruine. Oh, schau mal, wie cool das aussieht mit dem Burners-Flug da hinten und den Planeten oder Sternen da in der Reihe. Konjunktion hat begonnen. Uff, gerade gesehen, mein Carrier ist voll. Mehr wie vernachlässigt. Hab den mit Tritium für ca. 700 Millionen getan. So, so, na toll. Jetzt habe ich mir die ganze Mühe gemacht, die Sachen einzusammeln. Was mache ich denn jetzt damit? Wir lagern das jetzt einfach bei der anderen Ruine, um Geologen. Wie heißen die? Ah, wie heißen die nochmal? Archäologen, um die zu verwirren. Wenn die da hinkommen und sich denken, hä? Dieses Totem weist aber Spuren von der Siedlung auf der anderen Seite des Planeten auf. Wie kommt das hier hin? Und es wurde vor kurzem bewegt. Das sind die dann ganz durcheinander. Oh, ist dunkel, oder? Ah, in der Dämmerung. Oder auch nicht. Oder doch im Dunkeln. Ein bisschen höher fliegen. Ein bisschen näher ran. So.
Oh. Das ist sehr spannend. Also, im Dunkeln siehst du gar nichts. Da würde ich da drüben landen, weil das sieht aus wie so ein Eingang hier. An der linken Seite. Hier irgendwo landen könnte. Wäre das eigentlich optimal? Bitte nicht auf den Ruinen landen, landen den Computer. Fahrwerk ausgefahren. Ah, so ein Erdwall anscheinend. Na? Er sucht noch den Spot. Achso, warte. Erstmal gucken. Kann ich. Ach, Nachtsicht geht in der Kamera gar nicht, oder? Oh, schade, Zappentuster. Na, dann schauen wir uns das mal an. Wobei, wir machen das gleich. Ich muss erstmal kurz was erledigen. Es spawnt jetzt gerade kein Gegner. Das ist gut. Dann bin ich gleich wieder da. Wir sehen uns gleich wieder.